Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Auch du Troll, weißt Bescheid, okay? Ich könnte mich so kaputt lachen. So, mittlerweile sehe ich das Ganze, ja, ich sag's mal so, ich gucke den Leuten so über das, was sie schreiben, in dem Sinne vorm Kopf und denke mir nur so, aus welcher Psychiatrie bist du denn entsprungen, weißt Bescheid. Okay, so, das dazu, dann habe ich das auch kommentiert, weißt Bescheid. Fleischfressende Pflanzen heute, Venusfliegenfalle, damit fangen wir an. Wir möchten ja ein neues Experiment starten. Wir haben hier die Venusfliegenfalle im Anstau, nicht, sondern in der Selbstbewässerung. Bei ca. 130 bis 150 Mikrosiemens läuft richtig gut bis jetzt und wir haben zwei neue. Die hatte ich mir besorgt vor kurzem. Einen hatten wir ja schon ein paar Mal gespült, ich glaube fünfmal jetzt mittlerweile schon. Es sind immer noch 180 Mikrosiemens drin. Ich gehe davon aus, dass dort ein Langzeitdünger mit eingebaut ist, in dem Sinne im Substrat, in der Erde. Den anderen, diesen hier, den habe ich noch nicht durchgespült, den habe ich auch noch nicht gegossen bis heute. Wie gesagt, ist das ein paar Tage genau, weiß ich jetzt nicht. Wir sehen aber hier tatsächlich schon einen Unterschied. Der stand hier im Raum, wie gesagt, wurde schon ein paar Mal gespült und dieser noch nicht. Man kann also schon einen Wachstumsunterschied erkennen. Auch mal interessant, so mitzunehmen. Ich muss mal gucken, welchen ich jetzt für was heranziehe. Für den neuen Versuchsaufbau in dem Sinne. Ein Glas habe ich schon mal zurecht geschnitten. Ist diesmal nicht ganz so schick geworden, ist aber egal. Von 10 mal einmal daneben ist auch okay. Aber es geht noch, damit kann ich noch arbeiten. Ja, die Flasche wird mit dem Flaschenschneider einmal rundherum eingeritzt und anschließend erhitzt. Ich mache das mit einer Kerze, weil das für mich am einfachsten ist. Und anschließend tauchen wir das Ganze ins Wasser. Allerdings, ja normalerweise bei Raumtemperatur geht jetzt aber nicht, weil wir haben 28 Grad. Also bei circa 20 Grad das Wasser nehmen ist am besten. Dann ist dieser, wie soll man sagen, Temperaturunterschied nicht zu stark. Denn es kann passieren, wenn der Temperaturunterschied zu stark ist, also wenn du jetzt richtig kaltes Wasser nimmst, dann macht es Peng und unter Umständen hast du lauter Risse in der Flasche drin. Von daher nehme ich also tatsächlich temperiert bei 20, 22, 23 Grad etwa und dementsprechend funktioniert das richtig genial. So, ja, anschleifen, ganz klarer Fall, damit die Schnittflächen hier verschwinden. Das ist ganz wichtig. Und somit haben wir ein neues Gefäß und können das dementsprechend heute für die Selbstbewässerung für eine der Pflanzen verwenden. So, jetzt muss ich aber gucken, wo ich jetzt hier anfange. Ich habe so viele Sachen heute Morgen schon gemacht. Erst draußen und dann drin alles versorgt und hast dann nicht gesehen. Und jetzt geht's hier los. Yippie. So, jetzt werden wir hier erstmal Dochte durchziehen für die Selbstbewässerung, damit das Wasser nach oben gesogen wird. Die Enden vom Docht habe ich verschweißt und ziehe jetzt hier ein Draht. Na, gehst du wohl rein? Ziehe jetzt hier ein Draht durch. Weiß Bescheid, ne? Vorführeffekt. So, 1, 2, 3. Hier unten habe ich so eine kleine Verbiegung in dem Sinne. Die klappe ich jetzt zu, mache den Draht so ein bisschen gerade. Und dann ziehe einen habe ich schon durchgezogen und dann ziehen wir den jetzt gegenüberliegend auf der anderen Seite einmal durch. So. Oh, das ist eine coole Sache, ne? So, einmal durchgezogen. Dann machen wir den Draht wieder ab hier. Und somit haben wir die Dochte schon mal im Substrat drin, in dem Sinn. So, ich lege die jetzt so ein bisschen hier am Rand rein, damit sie versteckt sind. Und dann kommt das Ganze gleich, mal ein bisschen weiter runterziehen, das Ganze gleich auch in die Selbstbewässerung. Das mit der Selbstbewässerung ist doch eine geniale Sache, oder? Da kann mir einer erzählen, was er will. Also es ist echt cool, dass wir das so hier handhaben können, um die Pflanzen ordentlich zu versorgen. So, das war jetzt Schritt 1. Pass mal auf. Dann stelle ich den schon mal hier rein. Das ist jetzt der Kandidat, den wir schon durchgespült hatten. Also den brauchen wir jetzt nicht mehr spülen oder dergleichen. Wie gesagt, hier waren noch, was hatte ich vorhin gesagt, 180 glaube ich drin. 180 Mikrosiemens noch. Hier habe ich gerade nachgemessen bei unserem Schatz, den wir schon längere Zeit haben. Hier haben wir jetzt 160 Mikrosiemens. Ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. Ich werde hier jetzt nachfüllen und zwar auf 150 Mikrosiemens. Damit er wieder voll ist, kann man auch sehr schön die Wurzeln sehen, wie sie sich hier unten herausschieben langsam. Ne? Das ist eine coole Sache, dass wir die Wurzeln dann tatsächlich auch hier drin beobachten können. Beim Gucken reicht das schon, einen kleinen Schluck noch. So, siehst du wohl, dann ist der gut versorgt. Ich werde nachher nochmal nachmessen, auch pH wird nochmal messen, anschließend mal komplett durch sind einmal hier. So, hier düngen wir jetzt auf, ja, wie weit düngen wir ihn auf? Pass mal auf. Den stelle ich mir erst an die Seite, den holen wir gleich ganz raus. Da kommt ins mineralische Substrat. Wo ich denn jetzt? Moment. So, nehmen wir das jetzt einfach. Was hatte ich gesagt, haben wir hier? 150 etwa.
Wir düngen das Ganze im Compo Complete auf, einfach um zu gucken, wie das so funktioniert. Ne? Man kann sich auch andere Dünger nehmen, aber bleiben erstmal auf dieser Schiene, weil zu viel durcheinander möchte ich einfach nicht mehr haben. Das ist mir einfach too much. So, jetzt geben wir hier mal 0,2 Milliliter Pi mal Daumen. Dann rühren wir das einmal um und werden das mal nachmessen, damit wir wissen, was wir hier drin haben. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich sag's dir, da bin ich mal gespannt drauf. So, auf was gehen wir jetzt? Auf was gehen wir jetzt hoch, dass wir auch einen Wert haben, der vielleicht ein bisschen... Ja gut, jetzt haben wir hier knapp 300. Ich glaube, das machen wir, ne? Hier ist mal bei 150 circa bei dem Schätzchen. Dann gehen wir mal auf knapp 300. Ja, das machen wir. Das heißt, wir werden ihn jetzt befüllen. So, 1, 2, 3. Ja, lass uns überraschen, wie der sich jetzt entwickelt, ne? Ob er das gut annimmt oder nicht. Aber wie gesagt, zu hoch ist, ich hätte auch bei 400 bis 500 vielleicht machen können. Aber wie gesagt, zu hoch auf einmal ist dann nicht so gut. So einen kleinen Schluck noch hier oben rein. Und damit ist er jetzt gestartet, in dem Sinne. So, das heißt, auch hier muss ich mir das Ganze gleich notieren. Das heißt gleich, das mache ich jetzt, sonst vergesse ich das nämlich wieder, weil ich kenne mich nämlich, weiß Bescheid. So, dann machen wir hier einen Cut und dann machen wir gleich mit dem mineralischen Substrat weiter. Messen tun wir zum Schluss hier. Okay. So, einmal kurz durchgespült und nachgemessen. Wir sind ja bei knapp 250 Mikrosiemens. Wir schätzen jetzt mal rausholen hier. Und da können wir heute auch mal ein Root Porn machen. Unser Display ein bisschen drehen, sehe ich gar nichts hier. Ganz vergessen, sorry, so siehst du wohl. Okay, dann lass uns überraschen, wie das jetzt hier drin aussieht. Ne? Wie gesagt, der kommt jetzt gleich ins mineralische Substrat. 1, 2, hoppala. So, das ist also alles frisch im Prinzip hier. Da ist also gar nicht viel Wurzel, aber das ist ja im Prinzip auch ganz normal. Die Wurzelspitzen sehen okay aus, die sind also nicht irgendwie kaputt oder so. Die sind schön weiß und soweit ist das schon mal ganz okay. Ne? Ich sage, so, wir müssen jetzt alles abmachen, jetzt wissen wir ja. Das heißt, ich werde ihn gleich erstmal tauchen und spülen, damit wir also komplett die ganze Erde hier abbekommen, ohne ihn kaputt zu machen. Also ohne die Wurzeln abzubrechen nach Möglichkeit. Ne? So, und meist ist jetzt schon so ab. Also, ich werde ihn jetzt gleich tauchen. So, dann können wir mal sehen, wie tief die eingepflanzt sind. Ne? Das ist schon, guck mal. Das sind so knapp 3 bis 4 cm etwa. Sitzt der tatsächlich in der Erde drin, ne? So, machen wir die auseinander oder nicht? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich spüle die mal justus aus hier. Und da gucken wir mal, wie wir da gleich mit weitermachen. Okay. Topfvorbereitung, Dochte durchgezogen, leichten Knoten, ganz leicht nur angezogen und dementsprechend hier die Tonkugeln auf die Löcher gelegt, damit sie verschlossen sind. Und somit haben wir das Gefäß soweit schon mal vorbereitet. So sieht die vorbereitete Pflanze jetzt aus. Vielleicht kann man es erkennen. Doch hier, guck mal da, siehst du die weißen Spitzen? Das sind die Saugwurzeln. Also sauber spülen ging jetzt relativ einfach. Muss natürlich auf die Wurzeln ein bisschen aufpassen. Ich drehe mal kurz ein bisschen, damit man sehen kann, wie das hier in der Erde so gewachsen ist. Ne? Sieht schon mal mega cool aus. Okay, dann würde ich sagen, pflanzen wir das Schätzchen jetzt mal ein. Kommen wir jetzt zum Einpflanzen. So, pass mal auf. Ich nehme dieses Mal gebrauchtes Substrat. Das habe ich noch nicht durchgespült, sondern nur trocknen lassen einfach. Ich benutze es trotzdem jetzt, weil wir können das Ganze ja durchspülen, was wir sowieso machen müssen, auch bei dem neuen Substrat. Und von daher lassen wir das, nehmen das neue nicht, sondern nehmen jetzt das gebrauchte, weil ich jetzt mal gebrauchtes habe. Um halt mal zu gucken, wie das dann damit so funktioniert. Wie gesagt, ich werde es dann durchspülen, ganz klarer Fall. So, pass mal auf. Doch, die parallel legen nach Möglichkeiten etwa. Dann halten wir das Schätzchen mal hier rein, so auf der Höhe, wie sie vorher war. Ne? Eingepflanzt war in dem Sinne. Und dann lassen wir das Substrat jetzt reinrieseln. So, jetzt müsste ich einmal auf die andere Seite. Oh, klappt doch ganz gut. Siehst du wohl. Perfekt. So, das spülen wir jetzt durch, um gegebenenfalls die Salze, die drin sind, gleich sofort rauszuspülen. Das ist ganz wichtig. Ne? Ich verspreche mir sogar davon, wenn wir das gebrauchte Substrat verwenden, dass das vielleicht optional sogar noch besser ist für Karnivoren insbesondere. Versuch macht klug, ne? Weiß Bescheid. Wie gesagt, kräftig durchspülen, ganz, ganz wichtig.
Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie das dann tatsächlich hier funktionieren wird oder auch nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Dann nehmen wir auf jeden Fall was von mit, ne? Dass wir irgendwo auf einen Wege kommen, dementsprechend das auch im Mineralsubstrat zu halten. Ich habe jetzt kein Seramis mit beigemacht. Ganz einfach, weil Seramis ein Speicherorgan ist in dem Sinne, Speichersalze, ne? Von daher habe ich da jetzt hier drauf verzichtet. Pass mal auf, mal jetzt sofort einmal nachmessen. Dürfte eigentlich nicht ganz so viel drin sein. Es ist ja eine Menge Wasser hier durchlaufen. Ne? Das ist doch eine ganze Menge. So, warte mal, was haben wir jetzt hier drin? 70 Mikrosiemens. Das ist rein theoretisch sogar okay. Ne? Aber nichtsdestotrotz werden wir das jetzt wieder rausgießen. Warum? Weil wir das Wasser ja auch aufdüngen möchten. Und damit es sauber ist, kommt es raus hier. So, aufdüngen. Jetzt habe ich mal das hier voll geplüdert. Aufdüngen. Und zwar genauso wie den Kandidaten, den wir schon haben. Also bei circa 150 Mikrosiemens. Damit wir dann einen kleinen Vergleich zu haben. Ne? So, das setze ich mal eben an. Weiter geht's. So, jetzt das Ganze befüllen mit 100. Was habe ich jetzt gerade reingemacht? 140, glaube ich, waren es hier. Ja, 140 Mikrosiemens. Auch mit dem Compo Complete, ne? Um dann mal zu gucken, wie das jetzt im Vergleich zu der Variante hier mit der Karnivorenerde dann funktioniert. Ob die Pflanze darunter leidet oder nicht oder wie auch immer, dass wir das also tatsächlich mitnehmen können. Werden gleich, wie gesagt, ich lasse im Moment noch stehen, weil ich muss sowieso erst eine Pause machen. Und dann werden wir gleich das Ganze nochmal nachmessen, komplett mit pH-Wert. Wobei das bei der Karnivorenerde jetzt nicht so relevant ist, das war eigentlich mal okay, da dürfte eigentlich nichts passieren. Nur hier im mineralischen Substrat wird das natürlich schon wichtig. Ne? So, mach noch so viel, dass das Pöttchen gleich ein bisschen im Wasser drin steht. Siehst du wohl. Okay, dann kann er sich hier also erstmal etablieren. Jetzt ist der Topf ein kleines bisschen, ja, kleines bisschen größer, kleiner in dem Sinne. Ne? Passt so gerade eben hier auf den Rand drauf. So, okay, jetzt haben wir drei Varianten. Ich werde das gleich hier bei der nochmal beschriften. Wie gesagt, hier haben wir jetzt die doppelte Dosis an Dünger reingegeben wie bei dem hier. Und von daher können wir das zum Vergleich herannehmen. Und hier die Variante dann jetzt im mineralischen Substrat, Burkhardt-Dekakten Premium Substrat, im gebrauchten Substrat wohlgemerkt und dann dementsprechend im Vergleich zu der Karnivorenerde hier in dem Sinne in gleicher Art und Weise gedüngt. Okay. Geht euch das auch so bei der Wärme sich zu konzentrieren? Ist gar nicht so einfach. So, ich habe jetzt erstmal die pH-Wert gemessen. Bei der alten Variante, die wir haben, liegen wir bei 5,8 und jetzt bei 160 Mikrosiemens. Bei der anderen Variante jetzt mit der doppelten Düngermenge im Prinzip, hier sind wir bei pH-Wert 5,9 jetzt momentan, wie gesagt, bei 300 Mikrosiemens und hier bei dem mineralischen Substrat sind wir beim pH-Wert von 6,6 bei 160. Ne? War doch, oder? Ja, 160 Mikrosiemens. Die beiden halt im Vergleich und dementsprechend mal gucken, wie sie sich dann jetzt entwickeln. Im Vergleich auch diese beiden hier. Hier halt die doppelte Dosis der Düngermenge. So, fertig, abgehakt. Werden wir jetzt so mitnehmen, weiter fortlaufend mal beobachten. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kannenpflanze, die bereits im mineralischen Substrat wunderbar wächst. Dann werden wir gleich auch nachmessen. Schauen wir uns mal an, wie der Kandidat jetzt aussieht. Aber ich mache erst eine Pause, alter Schwede, ey. Schauen wir uns die Kandidaten doch noch mal etwas näher an, bevor wir zu der Kannenpflanze kommen. Das ist jetzt unsere alte Variante hier, anfangs bei 130 Mikrosiemens, jetzt bei 160. pH-Wert um 5,9 und 5,8. Sieht gut aus, muss ich sagen. Also bis jetzt können wir nicht meckern. Die Blätter sind auch recht breit geworden, interessanterweise. Ja, auch die Fänge. Die fallen richtig schön groß. Das sieht soweit okay aus. Aber nach wie vor bin ich davon ausgegangen oder gehe ich davon aus, dass sie mehr gedüngt werden können. Mal gucken, wie das dann jetzt hier dementsprechend im mineralischen Substrat funktioniert. pH-Wert dann relevant ist tatsächlich. Die werden immer wieder nachmessen, um auch korrigieren zu können, gegebenenfalls. Das ist der Vorteil in der Selbstbewässerung, weil hier kannst du also wirklich eingreifen. Anders ist das natürlich, wenn das einfach nur so in einer in der Wasserpfütze steht, da ist das nicht so einfach. Aber hier können wir tatsächlich dann das Ganze dementsprechend ja, regulieren, kontrollieren, gegebenenfalls halt dementsprechend eingreifen. Dann jetzt halt die andere Variante hier etwas höher aufgedüngt. Naja, doppelt so hoch im Prinzip, ne? Um mal zu gucken, wie sie drauf reagieren. Interessant ist ja jetzt schon mal mitzunehmen, dass diese Pflanze hier, die steht jetzt schon seit ein paar Tagen hier im Raum. Und die ist auf jeden Fall, hat längere Blätter bekommen, auch die Fallen sind schon größer geworden. Und diese hier, die stand nicht im Raum, die stand einfach nur am Fenster. Die ist so geblieben, wie sie vorher war.
dass wir das auch mal so augenscheinlich ein bisschen mitnehmen können. Ja, okay. Yippie-yay, auf jeden Fall eine richtig geniale Sache, um das Ganze experimentell machen zu können. In der Selbstbewässerung ist es natürlich wesentlich einfacher, ne? Dann kommst du auch eher auf den Punkt später, was Tatsache gegeben ist, weil, wie gesagt, der Muttersetzer kann es halt ja nicht so machen. Das funktioniert nicht so wirklich. Okay. So, interessanterweise ist der pH-Wert wieder gesunken. Wir sind jetzt bei 6,2 angekommen. Mikrosiemens-Wert 150. Letztens lag der pH-Wert wesentlich höher. Da stand das Ganze allerdings mit dem Topf im Wasser. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Substrat dann dementsprechend auch den pH-Wert im Wasser verändert hat. Müssen wir weiter beobachten. Ich werde es dieses Mal aufschreiben. Ich habe es ein paar Mal nicht mehr aufgeschrieben. Ich gieße jetzt hier 140 Mikrosiemens circa rein. Ich gieße das auch direkt über den Topf rein hier, um gegebenenfalls halt hier, ne, Stoffe vielleicht mal rauszuspülen, wie auch immer. Man weiß ja nie, ob sich irgendwas ablagert, einlagert in dem Sinne. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal was ansetzen, dass wir vielleicht mal wieder den Topf direkt mit im Wasser stehen haben, um mal zu gucken, wie der pH-Wert sich dann verändert. Ja, siehst du wohl. Haha, passt genau. Yippie-yay. Okay, das heißt, ich lasse das jetzt nochmal stehen, Moment hier. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze verändert bei der Bloody Mary, wenn es denn eine ist. Sie ist wunderschön gewachsen bei uns hier im Haus. Richtig hübsch, ne? Bildet tatsächlich auch wunderschöne Kannen aus. Also es läuft, ne? Wurzelwachstum können wir noch nicht sehen. Von daher müssen wir mal gucken, wie es damit weitergeht. Hier haben wir dummerweise das Ganze in den Tontopf gepflanzt, weil in Kunststofftöpfen ist es dann doch besser zu machen, weil Ton lagert auch Sachen raus aus dem Topf, wenn Wasser verdunstet wird. Aber hier ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist ja im Prinzip nur im oberen Bereich. Da ist jetzt nicht so viel, was an Verdunstung gegeben ist, aber ist schon gegeben. Ne? Von daher, nächstes Mal dann doch besser Kunststofftöpfe verwenden. Dann ist das doch noch ein Tacken einfacher. So, bin ich mal gespannt, wie der pH-Wert sich jetzt hier verändert gleich. Okay, also, was können wir denn in der Zeit jetzt mal machen? Ich glaube, ich esse gleich erstmal Mittag. Pass mal auf, messen wir doch erst nochmal nach, bevor ich jetzt gleich Mittag mache. Ich hab so viele Sachen noch zu tun, muss draußen auch noch gießen gleich unbedingt. Ich meine, das Wichtige habe ich schon gegossen, also die Bonsai und so sind gegossen, definitiv schon. Die kleineren Sachen, aber die großen Klamotten muss ich gleich auch noch gießen. pH-Wert 6,8, also wir sehen, ist tatsächlich jetzt wieder gestiegen, indem wir das Ganze durchs mineralische Substrat gegossen haben. 6,8, so, gleich sauber machen, ganz klarer Fall. Das muss ich mir jetzt nochmal aufschreiben. 6,8 und Mikrosiemens-Wert, dass wir die dann auch nochmal festhalten. 6,8, 6,8, 150. 150 ist geblieben. So, habe ich gesagt, 6,8, ne? Jetzt aber schnell aufschreiben, sonst vergesse ich das gleich wieder. Okay. Habe ich mir so viel heute vorgenommen mit euch, aber ich mache jetzt Schluss, weil es ist einfach bei der Wärme, macht's, du bist warm, 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 alles ist warm rundherum, egal wie du dich bewegst, ist einfach nur warm. So, ich wollte mich mit euch eigentlich noch den Zwergkrog hier rausgeholt haben. Es gibt ihn tatsächlich noch, ne? Das haben wir wenigstens schon mal gesehen haben. Werden wir auf jeden Fall noch machen, weil der muss hier raus, weil hier kann ich nicht kontrollieren und nichts, und das ist mir einfach zu heikel geworden mittlerweile. So, bleibt jetzt abzuwarten, wie wird die Venusfliegenfalle aufs mineralische Substrat reagieren. Bei der Kannenpflanze hat es wunderbar funktioniert, sie ist sehr schön am Wachsen. Sie hat 1, 2, 3, 4 neue Blätter ausgebildet. Das fünfte ist jetzt schon im Anmarsch wieder. Da sieht man so einen ganz kleinen Strich, ne? Und tatsächlich eins, nee, die kann er nicht, die war schon. 1, 2 Kannen hat sie jetzt hier schon ausgebildet bei uns. Also das ist schon soweit richtig cool. Ne? Auch die Farbe, richtig genial, richtig schön. Also soweit klappt das jetzt hier, ne? Mit den Kannenpflanzen. Wie das bei den fleischfressenden Pflanzen, bei den Venusfliegenfallen aussehen wird, werden wir im Laufe der Zeit. Boah, weißt du Bescheid, ich kann nicht mehr. Alle, so weiß Bescheid, ne? Winke, winke. Bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Und auch die Trolle dürfen gerne weitergucken, auch wenn sie meckern. Weiß Bescheid, ne? So, ja, meine Güte. Oh, ich wollte so viel mit euch machen heute. Ich habe tausend Gedanken gemacht vorher wieder, aber es ist einfach zu warm. Und ich muss draußen wirklich noch gießen, sonst passiert da noch irgendwas. Und von daher ist das wichtiger. Oh, wird jetzt eine aufregende Woche, ne? Nicole fährt am Dienstag. Morgen ist Kindergarten wieder, Mittwoch fängt Schule an. Ja, und dann habe ich endlich mal ein bisschen mehr Ruhe. Ja, und mal hoffen, dass dann Corona nicht unbedingt wiederkommt, weil da habe ich nämlich echt keinen Bock mehr drauf. Ey. Das ist so nervig alles mittlerweile. Ich meine, Maske tragen so ist okay, da habe ich kein Problem mit. Auch Abstand halten, ganz klarer Fall. Das logisch auch, das sollte man auch grundlegend weiterhin auf jeden Fall machen. Insbesondere jetzt, wo so viele Leute aus dem Urlaub wiederkommen, weil die unbedingt nicht zu Hause bleiben konnten.
was ich auch nicht unbedingt verstehe, aber egal. Ne? Der eine so, der andere so, jeder wer mag, jeder wer möchte, jeder wer kann, jeder wer will, will, weiß Bescheid. Ne? Jeder Mensch ist halt anders, so ist das im Leben. So, tja, das ist jetzt unsere Hübsche hier, die wir schon einige Zeit in der Pflege haben. Also das läuft richtig gut, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf mittlerweile. Vor allem, dass wir auch das Wurzelwachstum tatsächlich hier sehen, beobachten können. Habt ihr das vorhin eigentlich gesehen? Ich ziehe nochmal vorsichtig hoch, dass wir das vielleicht augenscheinlich nochmal richtig mitnehmen können. Doch, kann man sehen, ne? Also hier wachsen wirklich die Wurzeln unten durch und das ist also richtig genial anzusehen. Weiße Spitzen und die sind recht schnell gewachsen auch, ne? Seitdem wir das letzte Mal rausgeholt haben, ist ja auch noch nicht so lange her. Von daher bin ich hiermit also bis jetzt richtig zufrieden in der Technik der Selbstbewässerung mit den Flaschen. Das ist eine coole Sache. Okay, so, jetzt reicht's aber. Yippie, yippie.